Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Themenwall. Ja, ich habe hier ein Themenwall für euch. Ich schaue mit euch zusammen rein, was Schönes alles drinnen ist. Ich habe einmal das hier. Ja, ganz spektakulär. Ich mache es auf. Das ist etwas für die Zahnbürste. Da hat man das kleine Tierchen hier. Das kleine Tierchen, das macht man hier oben dran an diesen drei Löchern. Das mache ich mit euch zusammen gleich mal. Na komm, geh rein. Zack. So. So sieht das dann aus. Dann kommt hier hinten noch so ein Teilchen. Das steckt man hier dran. Und dann macht man den Kleber ab und dann legt man das so an die Wand, dass man dann den Bild hier sieht. Und dann kann man die Zahnbürste hier reintun. Ja, genau. Oder was man gerne reinlegen möchte fürs Bad. Oder seine eigene Zahnbürste, Kinderzahnbürste, wie auch immer. Genau, das ist ein süßes Häschen. Das hat sich mein Kind selbst rausgesucht. Das möchte er gerne haben, hat er gesagt. Diese Farbe hat er bekommen. Dann habe ich mir ein paar Hausschuhe bestellt. Einmal die hier. Ich zeige sie euch nochmal offen. Ich habe das nur aufgemacht. Da kamen ein paar Hausschuhe mit. So sehen die aus. Hier drinnen, ja, schön weich. In der Größe. Welche Größe ist das jetzt? Ich glaube, ich habe 39 bestellt. 42, 43 steht jetzt hier irgendwas da. Aber ich weiß, ich glaube, ich eine Nummer größer bestellt hatte 39. Ich probiere den auch mal gleich mit euch zusammen aus. Hier ist mein Füßchen. Ja, schaut. Also passt. Ist auch schön angenehm, finde ich. Ja. Ja. Die werde ich auf jeden Fall tragen und euch weiterhin Bericht geben. Also 42, 43 steht hier hinten drauf. Naja, Hauptsache passen. So, dann habe ich hier noch eins. Das ist für meinen Freund. So. Das ist etwas, wo man laden kann, hier das reinstecken kann, ohne hier dieses, dass man es erst in den Stromkabel reinstecken kann. Dann kann man hier anknipsen und dann sagt man, okay, ich brauche nur diesen Strom. Und da muss man nicht alle mit einmal anmachen und alles mit einmal Strom verbrauchen. Genau, das leuchtet dann hier auch, wenn es an ist. Hier ist ein Kabel. Da steckt man dann am Computer oder an die Verlängerung, da wo man es gerne hin möchte. Genau, das hat er sich rausgesucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 Stück. Ports USB 2.0 High Speed Hub. Genau, das hat er sich rausgesucht. Dann kam das hier mit. Ja, das sind solche 10 Stück sind hier drin. Ich zeige euch auch, was das sind. Für die Wände. Wenn ihr eure Sachen aufhängen möchtet oder sowas, dann macht ihr hinten den Kleber ab, macht es an diese Wand dran oder an die Fliesen, so dran kleben und dann hält das. Und das kann man auch ganz leicht wieder abziehen, wenn irgendwas ist, ohne sich die Fliesen sich kaputt zu machen oder es ist eine wenn man das manchmal an die Fliesen dran macht, dann bleibt immer noch so ein Rest alles übrig. Soll hier nicht sein, das werden wir auch zusammen austesten. Da werde ich euch auch ein Foto im Bad zeigen davon. Genau. Die habe ich meistens eigentlich jetzt gerade fürs Bad mitbestellt. Genau, für die Sachen oder für Kleinigkeiten, die man gerne aufhängen möchte. Oder an der Wand, an der Türe, hatte ich gedacht. Genau, so, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Schon mal von oben. Entschuldigung fürs Klimpern. Ich habe mir hier einen Budget Planer bestellt. Ich hatte ja euch ja schon einmal einen gezeigt.
Aber den habe ich ja meine Mama geschenkt zum Geburtstag, weil die ja, für ihr Geld, dass sie es ordentlich einlagern kann. Und genau. Ich mache es auf und zeige euch alles, was drinnen ist. Also es ist einmal hier so eine, also zweimal solche Farben drin. Das kann man beschriften und aufkleben auf die Budgetplaner, wenn man es gerne möchte. Dann waren hier solche Aufkleber drin, die kann man ja auf diese Folien draufkleben. Rechnungen, Versicherungen, hinausgeben, Ersparnisse, Lebensmittel, die Gesundheit, Entertaining. Da sind noch ein paar mehr drin hier drin in der Folie. Genau, das ist jetzt hier so der Budgetplaner. Ich habe das hier nur mit diesem Magnet gekauft. Wenn er voll ist, weiß ich, kann man den nicht mehr zumachen. Aber ich habe mir den jetzt erstmal so bestellt. So sieht er jetzt erstmal aus. Er ist lila. Also außen ist der rosa. Und innen ist der lila. Genau, hier ist auch noch so ein Lineal drin. Hier ist auch so eine kleine Tasche drin. Hier ist eine Tasche. Hier kann man noch ein paar was reinheften. Hier kann man einen Kugelschreiber. Und hier macht man die dann zusammen auf. Genau. Also in den Budgetplaner hatte ich ja mitbestellt ein paar. Also die waren schon mit drin. Wartet mal, so. Genau, so ist der jetzt. Da waren noch diese Folien dabei. Das weiß ich. Genau, wie viele Folien sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber das sind komische Folien. Die kann man für seitlich öffnen. Okay. Das finde ich jetzt nicht so schön. Dass die gar nicht so einen Reißverschluss haben. Muss ich nochmal gucken, ob ich die behalte. Das ist blöd. Da habe ich nicht richtig geguckt. Schade. Schade, ey. Sonst ist der richtig gut. Ah ne, hier waren auch nochmal zwei gewesen. Und dann waren hier auch noch ein paar Bargeldtraining. Also dort, wo man ein bisschen sparen kann. Genau, hier solche, wo man das ausmalen kann, wo man sparen kann. So 5 Euro, 10, 20, 50 oder 100 Euro. Das war hier zweimal drin. Dann haben wir Lebensmittel. Nochmal so ein Budgetplaner. Plan. Also hier sowas zum Ausfüllen. Also, achso, das ist mit Spruch Shopping. Und dann hat man hier hinten noch so ein zum Sparen, Freizeit und so ein hier Sparen. Dann auch noch so ein Teil hier hinten. Okay, das habe ich jetzt mit Urlaub und Notizen. Okay, und dann habe ich hier kleine Challenges. Hier kann man 70 Euro sparen. Da kann man hier so die ganz kleinen ausmalen. 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro 20. Und hier hinten ist der Budgetplaner. Dann habe ich das hier mit 2 Euro. Dann sind wir bei 80 Euro insgesamt. Dann gab es hier was mit 5 Euro. Dann kommt man hier auf 150 Euro. Das war alles mit hier drin gewesen. Dann haben wir hier einmal 10 Euro zum Ausmalen. Dann sind wir bei 200. Und dann haben wir hier noch für 1 Cent, 2 Cent, 50 Cent, 2 Cent, 2 Euro, 80 Cent, 90 Cent, 1 Euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Euro. Und dann gibt es hier unten nochmal 10, 15, 20 und 25. Hier kann man 135 Euro sparen. Ja. Genau. Dann haben wir hier einen Plan, wo man 1378 Euro sparen kann. Aber das sind größere Summen. Die werde ich aber nicht so machen, dass sie so riesengroße Summen sind. Weil sowas kann ich so und so nicht zur Seite legen. Deswegen werde ich immer so vielleicht
wo 35 Euro draufstehen, vielleicht immer 3 Euro machen, einmal ausmalen und dann mal 5 Euro reinlegen. Also wenn hier, also zweimal so, nicht 35 Euro jetzt hier wie den hier, sondern einmal 3 Euro weglege und einmal 5 Euro weglege. Da komme ich natürlich auf eine andere Summe, das weiß ich, aber solche hohen Summen kann ich gar nicht mal so einfach weglegen. Dann habe ich hier noch solche zum Draufschreiben, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann habe ich hier noch solche Skinpunk Keratin mit Datum, Einnahmen, Ausnahmen. Okay, Datumplan ist, also einmal so ist das hier. Und einmal, wenn ich die Rückseite nehme, sieht es dann so aus. Genau, Einnahmen, das ist jetzt zweimal das gleiche, ja. Zweimal. Genau, das war jetzt der Budget Planner. Da waren auch diese Challenge mit dazu in dem Preis alles mit drin gewesen. Aber ich muss mir, glaube ich, nochmal andere Folien bestellen. Weil die Folien will ich auch nicht benutzen. Dann habe ich mir ein paar Socken gekauft in dieser Größe mit diesen wunderschönen Teddys. Das ist 5 Stück sollen hier drin sein. Die sind aber nur Handwäsche. Boah. Okay. Nur Handwäsche. Wie soll ich denn die waschen? Ja, die sehen sehr klein aus. Aber ich mag die lieber ein bisschen kleiner. Also das ist das erste Muster. Das ist das zweite Muster. Das ist das dritte Muster. Das vierte Muster. Und das fünfte. Da steht Bium. Da drauf. Genau. Aber die werde ich auch in die Waschmaschine schmeißen. Ich versuche es. Ich wasche die vielleicht mal nicht so hoch. Aber dass ich die dann nicht waschen kann, verstehe ich nicht. Man zieht die nur einmal an und dann gleich in den Mülleimer oder wie eigentlich. Hier, ich kann euch zeigen, ist nur Handwäsche. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. So. Dann habe ich mir etwas bestellt. Also ich ja nicht, aber mehr mein Freund. Das hier. Das ist so eine kleine Steckdose mit. Ich zeige es euch von oben. Zack. Also hier ist der Stecker, den man in die Steckdose stecken muss. Und dann hat man 3 Stück. Und dann hat man hier noch so wie zum Handy aufladen gleich und dann noch solche USB-Sticks. Dann kann man hier anmachen. Und ausmachen, dass man Strom spart. Ach, hier ist auch noch so ein kleiner. Okay. Finde ich eine gute Sache, dass man alles gleich mit einmal da hat. Und das Kabel kann man auch bis hochlegen. Wenn man da oben auch mal ein bisschen was Kabels hat oder sowas, dann kann man das sehr gut verwenden. Dann habe ich hier einen Kissenbezug. Eigentlich wollte ich ja gerne ein Kissen haben, aber ich habe nicht gelesen. Ich habe nur Kissen. Ich habe gedacht, es wäre ein Kissen. Aber es ist ein Kissenbezug, ist nicht schlimm. Ich kann es euch aber jetzt nicht komplett zeigen kann ich. Es ist komplett Polyester. Man kann das nur mit der Hand waschen. Da ist ein Bild drauf, das kann ich euch aber nicht zeigen. Ich kann euch nur die Größe. Steht auch noch welche Größe da. 80x80 steht jetzt hier nur da. Ich zeige euch nur die Größe, aber nicht das Bild. Ich hoffe, man kann das Bild auch nicht durchsehen. Nee. Okay, hier ist das Kissenbezug. Hier an der Seite ist ein Reißverschluss. Da kann man das reinlegen. Ich mache das jetzt nicht so extrem. Genau, ist ein Geschenk für jemanden. Kommen aber bestimmt noch ein paar mehrere dazu. Aber das Muster, das Bild, was da drauf ist, ist echt super verarbeitet. Man kann echt die Größen entscheiden. Man kann auch 2 oder 3 Bilder drauf machen.
Also es ist wirklich mega, mega schön. Es fühlt sich auch schön weich an, der Stoff, auch wenn es Polyester ist. Aber es fühlt sich trotzdem sehr, sehr weich an und es sieht sehr schön aus. Wo ich es eigentlich sehr groß gezogen habe für das Ganze, sieht top aus. Also kann ich echt nur empfehlen. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil es ist privat. Wir sind alle da drauf. Dann habe ich hier nochmal solche Magnete nochmal für meinen Sohn gekauft. Da sind die letzten zwei Packungen drin. Das sind wie viele jetzt hier drin? Steht es jetzt hier da? 44 Stück sind hier drin, genau. Das sind solche Magnete. Ich kann es euch mal, glaube ich, zeigen. Wenn ich den Kleber aufkriege. Kleber. So. Was ist hier? Achso, da ist noch so eine Anleitung dabei. Seht ihr das? Genau. Was man hier so bauen kann. Hol ich mal zwei raus. Das sind solche hier. Okay, die klappern. Und die kann man einfach so dran stecken und naja, so, es hält. Man kann das auch so machen. Oder man kann auch ein Viereck da draus machen. Ich kann es jetzt nicht loslassen, weil man da ein Wirbel draus machen muss. Warte mal. So. So hier. Dann hält das. So, man kann das so machen. Man kann das wie ein Würfel machen. Es gibt auch Dreiecke. Dreiecke sind drin. Ja, ich habe die mittleren bestellt. Ich habe nicht die ganz kleinen. Hier sind Dreiecke und Vierecke noch drin, genau. Das soll mein Sohn bekommen. Dafür habe ich zwei Packungen bestellt, 44 Stück. Und dann habe ich ja noch einmal noch was in meinen kleine Kammer, die ich ja schon mal bestellt hatte. Ich hatte ja schon mal bestellt, aber da waren nur 12 Stück drin. Deswegen, ja. Und nächstes Mal kommen bestimmt nochmal zwei Packungen oder erstmal eine Packung mit. Genau, so, das war mein kleiner Temu-Haul gewesen. Also, ja, kam schon etwas dazu. Der Preis war 45 Euro für manche Sachen. Manche waren auch kostenlos gewesen. Das ist keine, ich habe alles selber bezahlt. Man kann auch bei Temu, wenn die Preise günstiger geworden sind, das Geld zurückholen. Und so habe ich ein bisschen was angeleppert sich. Oder wenn mal was nicht gekommen ist in der rechtzeitig in dem Punkt, in den Datum, dann kriegt man 5 Euro gutgeschrieben. Das dauert maximal so einen Tag oder zwei Tage. Dann hat man meistens eigentlich immer die 5 Euro schon drauf, wenn das nicht in diesem Zeitraum kam. Und das hatte ich auch schon gehabt. Und diesmal war es auch ein Teil mit hier dabei gewesen. Genau, aber das habe ich noch nicht gut geschrieben bekommen. Das dauert halt noch ein bisschen, ja. Genau, und dann hat man immer mal noch ein bisschen Guthaben mit drauf auf sein Temu-Haul. Man kann es auch auf dem Konto machen. Aber wenn man es einmal auf dem Temu-Guthaben drauf gemacht hat, dann kann man es natürlich danach nicht mehr auf dem Konto machen. Genau, habe ich einmal gemacht und sonst habe ich immer auf dem Konto zurückgebucht lassen. Und jetzt wollte ich es aber mal auf dem Temu machen. Und beim letzten Einmal wollte ich das nochmal machen, da habe ich gesehen, es kommt kein Konto mehr, sondern nur mein Temu-Guthaben. Also da, wo man es nur drauf machen kann, auf dem Temu-Guthaben. Genau, mein Lieben, das waren jetzt die tollen Sachen. Also hier dem Batschebäner bin ich echt gespannt. Außer, ich weiß noch nicht, vielleicht verlose ich die auch, vielleicht auch mal ein Tauschpaket oder irgendwo mal mit rein. Diese hier... Ich habe da nicht wirklich viel Verwendung, weil ich in diesen Teilen eigentlich auch immer das Geld mit reinmache gleich, hier in diesen Folien. Aber die sind ja nicht zu, sondern offen. Ja, vielleicht hat ja jemand dann noch Interesse dazu. Mal schauen, da werde ich nochmal neue kaufen bei Temu, weil die Qualität ist super. Also kann man wirklich nicht meckern bei Temu. Also ich habe auch viele Sachen bestellt. Wir werden auch vieles ausprobieren, wie die Batschebläner. Das werde ich mit euch noch ein bisschen was machen. So Kleinigkeiten. Dann werde ich euch noch zeigen, wie das hier im Bad dran ist. Natürlich auch, wie die Socken sind. Ich kann es ja auch mal anziehen. Ich habe ja gerade keine Socken an. Und nicht wundern, ich habe sie mit extra ein kleines bisschen... Ich zeige mal mein Füßchen. Mein Fuß. Warte, mein Fuß.
So, ein bisschen kleiner bestellt. Das habe ich aber mit Absicht gemacht, weil ich mag erstens den Gummi, mag ich erst, muss richtig schön sein. Und dann mag ich das einfach, seht ihr das? Dann passen die trotzdem, die Socken. Und ich mag auch nicht, wenn die zu locker sind und dann hier runterrutschen einfach. Wenn ich die zu groß bestelle, dann rutschen die mir runter, aber die passen perfekt. Kann ich echt nicht meckern. Super. Also auch die Qualität, das ist glaube ich auch Baumwolle. Ja, das ist Baumwolle. Doch. Also auch, finde ich echt super, auch das Kissen hier, nicht das Kissen hier, dieses Bezug mit dem Bild, müsst ihr euch mal wirklich ausprobieren. Es ist wirklich so super, das Bild hier drauf. Also ich hätte echt andere Qualität erwartet oder das Bild wäre ein bisschen verpixelter. Aber es ist wirklich nichts davon. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, das Bild. Kann ich echt nicht meckern. Ja, genau. Genau, da zeige ich euch natürlich, bei dem hier zeige ich euch, beim Bachelorpläne zeige ich euch noch ein bisschen, wie ich es einräume. Genau. Die Socken habe ich ja euch jetzt gerade im Video gezeigt. Die werde ich gleich morgen anziehen. Ja, und hier kann ich euch dann auch vielleicht mal noch ein Bild hineinfügen, wenn mein Sohn die bekommen hat, mal noch später. Oder kriegt er auch vielleicht zu Weihnachten. Ich mache ja immer so ein bisschen für Weihnachten was fertig. Auch für seinen Adventskalender für jedes Jahr. Und dann können auch mal noch die hier mit hineinkommen. Ja, genau. Und die Schuhe, die werde ich echt ausprobieren und sagen, wie sie nach einer Woche sind. Ob die kaputt sind, ob die ganz sind. Aber die Schleife, die finde ich auch schön weich an. Sehr nicht rutsch. Also man rutscht wirklich nicht. Also rutschfest sind sie, oder? Nee, man rutscht auch gar nicht so extrem. Die Trinne ist auch richtig schön weich gefüttert. Hier auch, wenn man runter geht, es kommt gleich wieder hoch. Also, seht ihr das? So, ich drücke jetzt rein und dann zack. Ja, genau. Nur die paar Sachen habe ich bestellt und so viel Geld schon wieder weg. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend. Ich hoffe, das Themenhaul hat euch gefallen. Ja, ich bestelle auch bei Temu ab und zu immer mal ein bisschen was mit, wenn es immer mal so funktioniert. Da habe ich echt kein Problem. Auch die vorhergehenden Produkte, ich habe viele schon ausgetestet. Super, auch die kleine Toilettenbürste, die ich euch mal gezeigt habe, die ganz dünne mit den Bürsten. Da bin ich auch vorne dran gegangen, aber das konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Den Dreck, der da rauskam, echt super. Ja, genau. Hinter an den Seiten war es eigentlich sehr sauber gewesen. Aber so vorderen Seite, so wenn man da echt reingegangen ist mit ein bisschen Chemiezeug, dann kam schon ein bisschen was raus. Und was hatte ich nochmal bei Timo bestellt? Genau, die eine Bürste für die Flaschen, die habe ich, den habe ich auch noch in Anwendung. Aber ein, was konnte ich ja dann nicht benutzen, das fürs Bad, für die Küche, wo ich das doch für den Küchen zum Rausziehen hatte, für den Wasserhahn. Das konnte ich leider nicht benutzen, weil ich einen Wasserhahn habe, die so eine kleine Mini-Öffnung hat. Man muss dann schon so einen Schlauch haben, wo das Wasser rauskommt, komplett gerade sein, dann geht das. Aber ich habe ja hier unten noch so eine kleine Kuhle, wo es noch ein bisschen tiefer geht und dann kriege ich das nicht ganz fest. Genau, das war schade gewesen. Und was habe ich noch? Ich habe auch schon ein bisschen was bei Temu mit benutzt. Also meine Sachen benutze ich auf jeden Fall von Temu. Ja, auch die, genau, für die Waschmaschine, die Fusseldinger, die sind sowas von gut. Aber ich weiß nicht, ob die bei Katzenhaaren auch hilft. Bei Fusseln auf jeden Fall. Aber man muss die auch danach ein bisschen sauber machen. Wenn die extrem gefusselt haben, die Fusselrollen drin sind, die Fusseln, dann muss man so ein bisschen rausrupfen. Ja, genau. Also ich habe auch Temu-Sachen benutzt schon. Also sind auf jeden Fall in Benutzung. Und manche Sachen zeige ich euch auf jeden Fall nochmal. Ja, genau. Aber ich konnte es ja euch jetzt nicht einblenden, weil ich es erst heute bekommen habe. Wie kann ich es heute einblenden?
Kann ich euch ja nicht mehr zeigen. Mein Kind hat das sich auch im Weiß rausgesucht, auch in so einer Riffelform. Ist das mit so einem schönen Füßchen. Man kann sich auch andere Sachen raussuchen. Ja, genau. Und das wird dann nur hier reingesteckt. Ich hoffe, das hält auch so. Oder muss man das andersrum? Mal gucken. Irgendwie hält das bestimmt. Warte. Hier. Nee. So. Ich schaue mal, wie das genau funktioniert, wenn man das hochkriegt. Oder so. Ich schaue mal, weil sonst fällt das ja runter eigentlich. Ich schaue mal. Technik, Liebe geistert wieder ein. Aber sonst. Also von meinem Freund, die Schwester, die hat das auch da für die Kinder. Und das ist ja super. Und hier unten sind auch solche Löcher, da kann auch Wasser durchkommen. Genau. Und das ist extra hier unten so ein bisschen gemacht, dass es extra hier in den Löchern reinkommt. Dass es hier so ein bisschen oval ist. Dass es da durchgeht. Genau. Super. Also die Sachen stinken auch gar nicht. Auch mal hier das Kissenbezug. Das riecht echt wie ein ganz normaler Kissenbezug von den im Laden. Die Schuhe, naja, die riechen ein bisschen, aber die Socken riechen wie im Laden auch ganz normal. Also die Schuhe ein kleines bisschen, aber sonst kann ich echt nicht meckern. Also für den Preis, den ich das gekauft habe, Top-Angebot. Man hat echt gut gespart, also finde ich schon. Ich kann euch mal die Preise noch unten, wenn ich es so ungefähr hinkriege, vielleicht noch mit euch einblenden in die Infobox. Genau, da kann ich euch das ein bisschen mit auflisten, wie die Socken gekostet haben und dies und jenes. Genau, meine Lieben. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche. Ich sage Tschüssi. Habt noch einen wunderschönen Tag.